Ansonsten sehen wir das halt erst beim nächsten Mal. Ist ja nur eine Woche warten. Nur voll. Wobei, vielleicht auch eventuell Sonntag. Mal gucken. Je nachdem. Vielleicht könnten wir auch Sonntag weiter zocken. Nein. Jetzt mal nicht kochen. So. Jetzt sind wir zumindest wieder hochgeheilt. Kleiner Anfang. Hier schon wieder durch. Also so langsam kenne ich mich zumindest aus in der Stadt. Bin endlich zu Hause. Sehr gut, Mappa. Sehr gut. Wie war denn dein Tag bisher? Soka. Es gab also einen Informanten, der sich dort versteckt hat, was? Ich muss mir vorstellen, dass es in dieser Stadt keine einzige Seele gab, die an diesem Tag Sephirs Worte nicht hörte. Hm. Du hast sicher recht, und die Leute nahmen sie sich zu Herzen und begannen sich langsam aber sicher zu verändern. Vielleicht müssen wir im Moment noch vorsichtig sein. Eine neue Ära hat für dieses Reich geschlagen. Es steckt immer noch in den Kinderschuhen. Aber diese Veränderung ist echt und findet statt, Stück für Stück. Ja, ich schätze, was mein Vater sagte, hat die Seele dieses Mannes wirklich gerettet. Zumindest in gewisser Weise. Na. Vielleicht, aber dein Drang hat ihn überhaupt erst daran erinnert, auch dir gebührt viel Anerkennung, Law. Danke, Alschon. Wie auch immer, jetzt ist dieser Zeuge ja Geschichte und wir können das Gefängnis endlich abriegeln. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. 310 SP, okay, das ist gut. Und 2700 Geld. Ach, das ist anstrengend, aber das glaube ich dir. Nein, er hat doch eine Nebenquest für uns. Wir kommen niemals aus dieser Stadt raus. Wir werden die Nebenquests machen, ne? Einmal. Zweimal. Und hier können wir leider gerade nichts machen. Ah, was hast du noch für einen Auftrag für uns? Prägon? Hm? Oh, ihr jungen Leute seid's wieder. Dein Blick nach Zoltan Bregon vermute ich, dass dir wieder etwas auf der Seele brennt. Sieht man mir das so sehr an. Hier passiert echt ständig irgendwas anderes. Sag mal, habt ihr schon mal was von den Ulfan-Grotte gehört? Das ist doch das Höhensystem, das Kalaglia mit Thyslodia verbindet, oder? Genau, nun, die Händler in Thysloden wollen dich zum Hin- und Herreisen benutzen. Um Handel mit Kalaglia zu betreiben, schätze ich? Muss man schon ziemlich zäh sein, um sich auf diese Reise zu begeben. Denn zum einen gibt es da drin einen Haufen Zeugel. Bin mir nicht sicher, ob sie das bedacht haben. Mhm. Also normale Zeugel nerven an sich schon, aber zu allem Überfluss treibt sich wohl noch ein Riesenzeuge sein höllisches Unwesen. Ich versuche einen Jagdtrupp zusammenzustellen, aber die Händler werden ungeduldig und planen, sie alle zu durchqueren. Mhm. Moment mal, ich glaube, wir haben diesen Riesenzeuge bereits erledigt, als wir dort schon mal durchgereist sind. Wirklich? Ich wusste, dass ich bei dem Job auf mich zählen kann. Oh Gott sei Dank, wir haben es bereits erledigt. Ich berichte den Händlern sofort davon. Ich muss auch eine unsere Sendung nach Kalaglia schicken. Hier wird es bald doch sehr viel hektischer zugehen. Lol, wir haben den Auftrag abgeschlossen, ohne dass wir das gemacht haben. Geil. Zumindest jetzt gemacht hatten.
Ja, wir haben endlich alle Aufträge fertig. Geil. Ah. Oh, wir können aber noch mal ein paar Punkte verteilen. Machen wir das einmal. Dann haben wir das hier nämlich auch bald fertig. Und das Ausweichen in der Luft, das machen wir auch einmal. Das. Und das. Puh. Ja, also einige Fähigkeiten haben wir ja heute bekommen. Ne? Das hat sich sehr gelohnt. So, jetzt nur noch ein paar Items kaufen. Und dann können wir das Lodia verlassen. Dann können wir durch den einzigen Ausgang, durch den wir noch nicht gegangen sind. Wir haben immer noch 20 Minuten. Das passt. Wir laden wir da vorne. Oh, diese schneebedeckten Berge sind so schön. Den Spielen mag ich. Oh, mir graut es ja schon wieder vom Winter, ne? Aber das Geilste, meine ich halt gestern erst mal so Fotos. Ja, auf eine Sache freue ich mich im kalten Winter dann. Dann kann man wenigstens wieder Glühwein trinken. Da kannst du fast jeden Tag Glühwein trinken, ohne dass dir die Leute sagen, wie besten Säufer. Er hat mich erstmal nur blöd angeguckt und meinte nur so, oh Scheiße. Ich habe so das Gefühl, ich darf jede Woche Glühwein kaufen. Jo. Das darfst du. Oh, ich freue mich auf den Glühwein. Ich mochte früher keinen Glühwein. Heute liebe ich Glühwein. Das ist so schön. Vor allem, wenn man das trinkt, braucht man keine warmen Socken mehr. Weil dann ist er komplett warm. So. Ja, 8 hätte ich gerne. Und dann hätte ich das auch gerne noch. Ja. So. Schön. Ich hätte das vielleicht auch für Waffen nehmen können, aber das ist mir gerade. Da wir keine Items mehr großartig haben, ist mir das wichtiger. Die nächsten Nebenaufträge kommen bestimmt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt 70 Nebenquests, wenn ich das richtig gelesen habe. Rutschus hatte mir neulich so einen Beitrag davon gezeigt. Ich habe ihn mir nicht großartig durchgelesen, weil das halt eine Komplettlösung für Nebenquests ist. Ich meine, es gibt 70 so in der Zahl. Den kannst du dann auch im Stream trinken. Kannst du immer sagen, das ist Tee. Genau das ist es, Papa. Genau das ist es. Gut, ich könnte jetzt halt auch Wein oder sowas, könnte ich jetzt auch einfach nur eine ganz normale Tasse sagen, ey, da ist Eistee oder sonstiges. Aber zum Beispiel Wein, irgendwie trinke ich das halt lieber aus einem richtigen Weinglas als aus einer Tasse. Ich finde, das schmeckt einfach besser. Aber ja, dann kann ich einfach sagen, so, ja, hier. Ne? Und wenn ich dann irgendwann nur noch am Lallen bin, dann wisst ihr, dass das nicht nur Tee ist. Oder Tee mit Schuss. Jetzt geht's gerne Kragen. Jetzt geht's auch gleich wieder auf Ullensuche.
Hier ist Rosmarin. Ich bin nur für Rosmarin hier runtergegangen? Okay. Wir haben heute nur eine Eule gefunden. Eine. Das ist sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Oh. Das ist nicht schön. Ich bin an ihm. Lass mir nicht, nee. Leider nicht. Wir haben eine Eule gefunden und die hatte so Teufelshörner. Das sind die, die wir jetzt hier gerade tragen. Die haben wir gefunden. Aber ansonsten. Alfen hat durch, also unser Hauptcharakter hat durch die Story eine neue Rüstung bekommen. Also eigentlich die gleiche, die wir gerade tragen, mit einer anderen Farbe. Aber hat ja noch neu. Und ansonsten keine Eulen. Etwas enttäuschend. Oh, ja gut, kommt. Kriege ich euch als erstes. Seid ihr jetzt erstes dran. Wobei wir aber auch, ja, 30 Minuten mindestens für einen Bosskampf gebraucht haben. Vielleicht sogar länger. Das habe ich mitbekommen mit der Rüstung. Wo kommen die Flügel? Die Flügel kommen aus der Collector's Edition. Beziehungsweise waren die im Vorbesteller-Bonus mit drin. Die habe ich heute das erste Mal ausgerüstet. Ich hatte sie schon im Inventar, aber ist genauso wie... warte mal, diese Outfits hier. Von... Ihr zum Beispiel. Sie trägt halt auch eins von der Collector's Edition. Die ich habe. Und sie hat halt hier zum Beispiel diese Dinger. Das ist auch alles unser Collectors. Bei dem hier weiß ich es jetzt gerade nicht, bei den beiden. Aber das auch, dieses russische. So. Oh, hi! Sag hier. Ich dachte halt so wie so ein... Wie Hybrid vorhin meinte, so ein gefallener Engel. Ich fand irgendwie, dass das halt ganz gut gepasst hat. Den kenne ich auch noch nicht. Nice, ja. Oh, ich bin verliebt immer noch. Wobei die Bosskämpfe echt mega schwer sind. Die Bosskämpfe haben es echt in sich. Da kann man nicht klagen. Vögelpanzergewand. Okay, warte. Nee. Nein. Okay. Das ist besser. Ist deutlich besser. Und wieder gut, dass wir hier runtergekommen sind. Kletter, kletter, kletter. Ich würde, wie gesagt, gerne noch ins nächste Gebiet kommen. Wäre halt schon schön. Vielleicht auch aus dieser Eiswüste mal raus. Oh, da ist gleich irgendwo eine Eule. Also wir haben zwei Eulen dann, wenn wir sie finden. Die Eule hat gerade angeschlagen. Ich glaube, wir kriegen was Gutes. So. Eule. Okay, irgendwo... Da! Ich
das ist schon wieder eine Brille. Halbrahmen. Ich hätte nie die Stadt verlassen sollen. Da draußen ist es unheimlich und es tut weh. Ich gehe nach Hause. Oh, wir haben Erdbeeren bekommen. Okay. Hier kann ich hingehen. Gegenstein. So ja, Hey, geht es hier gut? Björn, der Mann hier braucht erste Hilfe. Ich hab Hunger. Björn, der Mann hier braucht eine Kartoffel. Ja klar, als wenn eine einzige Kartoffel satt machen würde. Was? Hey, die gehört mir. Glaubst du, ich würde so tief sinken, eine läppische Kartoffel zu akzeptieren? Träum weiter. Wenn du mich so benehmen willst, schön, dann verhungere doch. Warte. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, junge Dame. Ich heiße Gordeno, ein Mann, der gutes Essen vor allem anderen genießt. Ich kam auf der Suche nach aufregender neuer Küche hierher. Ich stieß auf ein dem Anschein nach außerordentlich exquisites Rezept, doch leider fehlen mir die Zutaten, um es zuzubereiten. Wundert mich, dass niemand den Typen je angezeigt hat. Auf meiner Suche ergriff mich ein solches Hungergefühl, dass ich zusammenbrach. Na? Dann solltest du wirklich diese Kartoffeln... Niemals! Ich weigere mich, irgendwas anderes zu essen, als was in diesem Rezept enthalten ist. Ja, du hast ihn gehört. Bei dem kommt jede Hilfe zu spät. Gehen wir. Ich bin noch nicht fertig. Dürfte ich euch vielleicht darum bitten, mir stattdessen die Zutaten zu bringen? Alles, was ich brauche, sind Äpfel und Weizen. Holt sie mir und ich werde euch zum Dank sogar mein Rezept beibringen. Ja, wir haben, was du brauchst. In dem Fall musst du dieses Rezept befolgen und mir sofort einen Apfelkuchen... Warte. Warum muss ich jetzt machen? Beeil dich und backe. Vor allem, wie willst du so einfach ohne Herd backen? Ja, bitte. Alles erledigt. Ich habe genug für Shion gemacht. Oho. Schau dir dieses liebliche Gericht an. Dazu riecht es auch noch so göttlich. Mal sehen, wie es schmeckt. Boah. Das ist absolut exquisit. Ich bin im Himmel. Was ist das für ein Gespräch? Du kannst dir das selber vormachen. Du bist ein Feinschmecker. Solltest du nicht etwas wortgewandter sein, wenn du den Geschmack beschreibst? Was könnte ich sonst noch darüber sagen? Rein gar nichts. Wenn ich es dir nochmal ausbuchstabieren soll, es ist absolut. Schon klar. Es ist gut. Alfen, wir haben unser Rezept. Lass uns endlich verschwinden. Wie und warte. Was ist denn? Deine Kleidung ist mit Kuchenteig verschmiert. Überhaupt nicht eindeutig. Ich bin durch und durch zufrieden. Ich kann dieses Reich jetzt ohne Reue verlassen. Es wird Zeit, dass ich aufbreche und noch großartige Genüsse finde. Leb wohl, meine kulinarischen Kameraden. Das war eines der seltsamsten Gespräche, die ich je geführt habe. Jetzt noch was? Ja. Das ist so seltsam, wie jeder auf einem Tisch babbelt. Ja, ich kann die Zauber leider gar nicht unterbrechen. Ich hab nichts zu unterbrechen. Warum kriegt eigentlich nur er seine mystischen Arts? Die anderen weichen, glaube ich, nicht genug aus. So. Yes.
okay, wir haben wenigstens zwei Eulen. Wo ich da gefunden. Ist ja schon mal was. Aber wie zum Teufel hat der jetzt den Kuchen gebacken? Hat er einen Herd in der Rüstung geschickt? Das war ja das, was ich meinte. Wie backt der jetzt bitte so ohne Herd einen Kuchen? Wo hat er diesen Kuchen gemacht? Also für gewöhnlich haben die ja zum Kochen nur dieses Lagerfeuer, wo wir jetzt gerade vorstehen. Wie willst du darauf einen Kuchen backen? Und vor allem in was für einer Geschwindigkeit? Wie hat er den Kuchen gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin wohl nicht sicher, ob ich es wissen will. Oder es war Fertigkuchen aus dem Aldi. Bin nicht sicher, ob die da ein Aldi haben. Das ist der Apfelkuchen. Ein Kuchen aus Äpfeln in einem Teigmantel. Die knackige Kruste in Verbindung mit einer mit den saftigen Äpfeln macht ihn zu einem Kuchenklassiker. Das ist der sogenannte Kuchen. Naja. Essen wir den mal. Ich will gerne mit Fiona reden. ああ。ごめんなさい。他人といることに慣れてないの。何を話したらいいのかもよくわからない。別にそんな構えなくたって。そうだ。 子供の頃の話とか。ずっと茨があったから、これといって。そういえば、友達がいたわ。友達？古い古い人形よ。ああ。子供の頃の私にとっては、それが気兼ねなく触れ合えるただ一人の友達だったわ。着替えをさせたり、 食事の時に膝に置いたり、随分一緒に過ごしたわね。尋ねてもいいか？私が人形遊びをしていたのが意外？そうじゃない。ただその人形、誰がくれたのかと思って。覚えてないわ。ずっと昔のことだし。今はその人形はどこにあるんだ？レネギスを離れる時、置いてかざるを得なかったの。 Das ist eine tiefere Bindung zu Shion. So. Dann gehen wir mal. Safa Meereshöhle. Wie sie auch immer, wie sie ihm auch immer wieder vor den Kopf stößt. Ich habe ja die Hoffnung, dass sich das irgendwann noch ändert. Weil egal wie freundlich er ist, meint sie immer so gleich. Direkt eine rein. まだジルファのことで自分を責めているのか。そりゃあな。けど今考えてたのは別のことだ。別の？俺がなんで蛇の目の一員になってたかはまだ話してなかったよな。ああ。ジルファと喧嘩して飛び出したというくらいしか。その後どうにかシスロデンにたどり着いた俺は、いろいろあって抵抗組織の一つに入れてもらったんだ。 けど、お決まりの密告があって、蛇の目どもに襲われた。ひどい戦いだった。最後は降伏するしかなかった。なのに、奴らの気まぐれで、俺だけが生かされた。俺は、
俺は仲間の死ぬところを見届けさせられた。ズグルのうなり、仲間の悲鳴、真っ赤に溶けた雪、そして奴らの笑い、今でも夢に見る。ガナベルトを倒せば乗り越えられるんじゃないかって思った。でも甘かったみたいだ。あの時俺は心底レナを怖いと思っちまった。それで仲間を裏切り、親父を死なせることにもなった。不安なんだ。いつかまたここぞって時に同じようにブルって逃げ出すんじゃないかって。俺たちを残したか、本気で言ってるのか。そうじゃないって思いたいけど俺は。あ、いた。どうしたリーベル。どうしたじゃないよ、振り返ったらいないからびっくりして戻ってきたんじゃない。立ち止まるならそうと言いなさい。ズーグルだっているのに分散するなんて。なあ、悪い悪い、ちょっと催しちまってさ。まさかここで。嘘でしょ。さあ行こうぜ。立ち直れるといいんだが。声をかけたのは私じゃないわ。あいつはジルファの息子なんだぞ、放ってなんかおけない。そんな余裕私にはないの。足を引っ張るような道連れはいらないわ。Wie freundlich die ist, ne? Also ich hab's an sich so als Charakter, hab ich's echt gerne. Aber im Umgang mit Menschen kann die ja so gar nicht, ne? So. Bumsel? Nein! Wie heißt Bumsel? Bumsel, was ist das für ein Name? Bumsel! Wumsel. Hallo Wumsel. Echt, bei dem Namen kann man die Viecher noch nicht töten. Opalmasse? Opalmasse. Opalmasse, genau. Da geht's dann runter. Oh. Autsch. Ach du grüne Nonne. Na, ore ga hebi no me de, omae ga gin no ken. Ich glaube, wir machen das hier beim nächsten Mal. Ja, doch. Eventuell, ganz eventuell, spielen wir Sonntag weiter. Das Spiel hier. Weil Freitag ist ja wieder Final Fantasy. Da ist nichts mit Sales. Ich glaube, wenn ich jetzt keinen Cut mache, bin ich hier in 3 Jahren noch weiter. Weil Frutas ist gleich zu Hause. Und wir wollten ja zusammen Abend essen. Und wollte das alles noch mal ein bisschen vorbereiten. Deswegen würde ich sagen. Warte. Ja, stimmt. Wie kam ich jetzt nochmal auf die Vieh raus? Ja. Oh, shit, dude.